Ein Park in der Stadt. 450 neue riesige Bäume. Groß geworden ist hier keiner. Eichen, Buchen, Birken wuchsen in der Baumschule, mussten viel lernen. Das ist jetzt das oberste Auge und das weiß eigentlich gar nicht. Ich muss da oben jetzt hin. Manche Bäume brauchen ein Pflaster, nach einer Operation am offenen Ast. Der Schnitt muss genau passend sein. Meistens geht es auf gut Deutsch in die Hose. Andere wiederum müssen in den gefrorenen Boden. So, aussteigen. Es friert. Es ist quasi Schulschluss in der Baumschule Bruns in Bad Zwischenahn. Bis zu 30.000 Euro kostet so ein Riese. Sie zu verschicken, ist für Verlademeister Jens Hartwig oft eine logistische Herausforderung. Das Problem ist, dass die Bäume wesentlich länger sind als der LKW. Und dass man dann natürlich, man darf nur einen gewissen Abstand hinten rausladen, wie wir das nennen. Und wenn der LKW eben 13,60 ist und der Baum 16 Meter, kriegt man wahrscheinlich nur drei so ganz lange da drauf. Baumschule Bruns gilt europaweit als Experte für große alte Bäume. Nicht im Sommer, sondern von Herbst bis Frühjahr ist in allen Baumschulen Hochsaison. Patrick, zuerst mal den LKW im Gießen. Vorne die Liguster vor allen Dingen, muss immer ordentlich Wasser bei. Ja? Mit Buxus kannst du das auch ruhig reinhalten, da schadet ja gerade noch nicht Wasser. Ist ja alles noch sehr trocken immer. Bäume sind ein gutes Geschäft. Bundesweit macht die Branche 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr. Wir gehen erst mal auf die Baustelle, stehen da vielleicht noch 2-3 Tage und bis sie dann in die Erde kommen. Dann kommen die nachher mit einem zu trockenen Ballen in die Erde und das wollen wir nicht, weil dann ist die Gefahr, dass die nicht weiter wächst, größer. Viele Baumschulen haben sich spezialisiert auf junge Bäume, mittelalte oder riesige Gehölze. Heute sind es 41 LKWs. Wenn jeder so 15 Tonnen nimmt, dann ja, kann man es ausrechnen. 600 Tonnen Erde oder Pflanzen aus dem Ammerland, die heute weggehen. Sie gelten als Hochburgen der Baumschulen in Deutschland, das Ammerland und der Kreis Pinneberg. Etwa 600 Betriebe gibt es hier. Nirgendwo finden sich geballt mehr Unternehmen. Grund ist das norddeutsche Klima mit Regen und hoher Luftfeuchte sowie milden Wintern. Bäume gedeihen hier bestens. In Schenefeld im Kreis Pinneberg beginnt das Leben der Bäume. Gärtnermeister Hans-Joachim Ellerbrook zieht Eichen groß. Das ist sein Spezialgebiet. 150 Kilo Eicheln hat er bekommen. 15.000 Bäume sollen daraus werden. 3 Jahre bleiben die Minibäume etwa bei ihm. Dann verkauft er sie wieder. Es ist Mitte November. Und die sind zu uns vor 14 Tagen ungefähr gekommen. Die Qualität ist gut. Ja, möglichst trocken. Möglichst trocken, dass sie nicht so feucht sind. Diese sind ja schon ein bisschen gekeimt, das macht nichts. Die keimen in der Erde weiter. Aber möglichst trocken. Können Sie ja sehen, hier kommt er ja. Der Keimling. Die Spitze da. Ellerbrook ist ein Gärtner vom alten Schlag. In der 3. Generation pflanzt er Eicheln. Bevor die Saat in den Boden kommt, muss klar sein, dass sich keine Maden in die Eicheln gefressen haben. Das ist ein weißer Kern hier. Und wenn der schwarz wäre, dann ist sie verfault. Dann wird sie nicht aufkommen im Frühjahr. Aber das sind sehr gute Eichen diesmal. Das ist also nicht immer so. Ist ja immer so, wie das gerade am Baum ist. Dann sind sie wurmstichig. Hier kann man mal sehen, da so, das wird wahrscheinlich ein schlechter sein. Ja, hier. Wenn Sie sehen, der wird nicht kommen. Es gibt auch manchmal Jahre, wo wir gar keine Eichen kriegen. Ne? Wenn nichts am Baum ist, dann können sie auch nichts ernten. Dieses Jahr anerkanntes Saatgut. Sie sagen, oh, da im Knick und so, da liegt ja genug. Ja, das können wir nicht sehen, das dürfen wir nicht sehen. Das ist ja anerkanntes Saatgut von ausgewählten Bäumen. Welche Eicheln gesät werden dürfen, entscheidet die zuständige Forstbehörde. Die Früchte kommen aus Wäldern und dürfen nur in festgelegten Gebieten gesammelt werden. Zudem muss die Eiche alt genug und gerade gewachsen sein. Nur diese Bäume dürfen vermehrt werden. Am Stadtrand von Hamburg bewirtschaftet Ellerbrook 35 Hektar Fläche. Für eine Baumschule nicht viel. Doch Ellerbrook braucht für seine kleinen Setzlinge nicht viel Platz, anders als seine Kollegen, die große Bäume züchten.
Ja, der gute, der, man sagt ja, der Gärtner riecht, wenn der Boden gar ist. Das habe ich nun noch nicht geschafft, aber sagte man so in meiner Lehrzeit. Humoser Sandboden ist das. Ideal für Aussaat eigentlich. Richtig schön schwarze Erde und mit einem guten Sandanteil. Für Baumschulgehölze ideal. Wichtig vor der Aussaat ist die Vorbereitung des Ackerbodens. Wenn er jetzt pflügt, wie er das mit der Kreiselegge abziehen wird, dann kommt er mit der Walze und das ist dann ein Beet. Ein Beet hat 5 Reihen. Das ist alles genormt. Die Träger, die haben alle gleich diese Spur, 1,50 Meter ist das. Und sind sie auch in allen Baumschulen so. Erst jetzt kommt die Saatmaschine zum Einsatz. Schon Ella Brooks Vater hat damit gesät. Sie läuft bis heute. So, stell dir die Kiste da mal rauf. Die Maschine lässt zwischen den Reihen 20 cm Platz. Die Eicheln selbst werden eng aneinander gepflanzt. Also eigentlich dicht an dicht. Also wenn sie jetzt zu weit stehen, dann werden sie zwieselig nachher. Leicht. Zwieselig, dann machen sie einen zweiten Leittrieb oder so. So, sie müssen sich schon so ein bisschen schieben. Ne? Aber das darf nicht zu doll sein. Was beim Pflanzen schief geht, hat gravierende Folgen für das Geschäft. Ein zweiter Leittrieb würde bedeuten, der Stamm teilt sich. Und so ein Jungbaum lässt sich ganz schlecht verkaufen. Es braucht viel Fingerspitzengefühl beim Pflanzen. Die Saatmaschine verteilt über 5 Wellen und Trichter die Frucht. Etwa 10 cm tief liegen die Eicheln schließlich in der Erde. Für Ella Brook ist der Herbst die einzige Möglichkeit, Eicheln unter die Erde zu bringen. Wenn wir die jetzt überlagern wollen, bis zum Frühjahr, müssen wir sie erstmal auftrocknen. So ein Gerät haben wir nicht. Und dann muss man sie wieder an die Feuchtigkeit gewöhnen nachher. Das heißt, wieder feucht machen. Schon nach einer Woche wächst aus der Eichel senkrecht nach unten eine Pfahlwurzel. Gleichzeitig treibt der Spross nach oben. In 5 Monaten kommen die Eichen wieder ans Licht. Auf dem Feld nebenan stehen die Einjährigen. Sie sind gut 30 cm hoch. Gärtner Ella Brook hat nicht viel Arbeit mit ihnen. Der Sommer war nicht zu heiß, der Boden nicht trocken. Lediglich etwas Unkraut musste er entfernen. Das ist ein schönes Exemplar, das kann ich ja sagen. Die Eiche muss möglichst gerade gewachsen sein. Wenn Sie jetzt so einen Baum da sehen und wollen dann ein Schlafzimmer ausbasteln oder machen, das Holz, dann muss das schon einigermaßen, je mehr Verschnitt haben Sie doch denn, wenn das nicht gerade gewachsen ist. Nach 3 Jahren sind die Eichen 1 Meter hoch und werden verkauft. Sie kosten 5 Euro. In 25 Jahren zahlt ein Gartenbesitzer 15.000 Euro dafür. Ella Brook liefert seine Mini-Eichen fast nur an andere Baumschulen. Auch an die Firma Schachtschneider in Dödlingen in Niedersachsen. Es ist inzwischen Anfang Dezember. So, ja, Benni, du machst beim Versand weiter. Dann machst du mit dem Bandsäge und du fängst an zu schneiden drin. Bei dir ist ja klar, du schneidest weiter. Uli, du Topflager, genau, bei euch ist auch klar. Schachtschneider hat gerade neue junge Bäume bekommen. Wurzelwerk und Krone werden jetzt beschnitten. Dann kommt alles wieder in die Erde. Der Fachmann nennt das Bäume verschulen. Alle 2 bis 3 Jahre wird jeder Baum in einer Baumschule neu gepflanzt. Dabei werden die kleineren Wurzeln rund um die Pflanze durchtrennt. Der Baum lernt, mit einem kompakten Wurzelballen zu leben. Er hat ja gar nicht losgestochen. Gibst du mir bei ihm deinen Spaten? Das ist irgendwie noch nicht ganz losgeworden, was sie da gemacht haben. Das ist doch ein Tüdelkram hier. Da die Pflanze zudem immer größer wird, braucht sie auch mehr Platz. Vorarbeiter Mike Harms hat mit seinem Team mehrere hundert Eichen per Hand ausgegraben. In dieser Größe geht das noch. Die Wurzeln sind noch nicht zu dick und reichen nicht zu tief. Größere Bäume brauchen Maschinen. Jetzt im Dezember ist es wichtig, die Temperaturen im Auge zu behalten. 2 Grad minus zeigt das Thermometer. Noch ist der Boden wärmer. Noch. Der Boden ist heute Morgen gepflügt worden und fängt jetzt schon an,
dass er überfriert. Das heißt natürlich, dass wir jetzt sehen müssen, dass wir die Pflanzen in die Erde kriegen. So, aussteigen. Es friert. Die Bäume sind jetzt 5 Jahre alt und werden heute das dritte Mal verschult. In der Erde ist es irgendwo 0 Grad, minus 1. Das sind so Temperaturen, was die Wurzeln durchaus haben können. Die Wurzeln ja, doch die Probleme fangen woanders an. Plötzlich steht die Maschine still. Einer oder zwei? Der Boden ist offenbar schon tiefer gefroren als gedacht. Dieses hier, das sind die Messer, die die Erde auflockern. Und hier sitzen diese zwei Scherschrauben. Und das sind die Schrauben, die, wenn ein Hindernis kommt, abbrechen. Die Sicherheitsschrauben brechen, bevor die Messer kaputt gehen. Das wäre richtig teuer. Die optimale Zeit für das Aufpflanzen beginnt im Oktober. Dann verlieren Bäume ihr Laub. Sie sind in der Vegetationsruhe. Es hängt auch davon ab, ob Wurzeln nackt, also ohne Erde, in den Boden kommen oder nicht. Weil dieses hier Eichen sind, die wachsen mit Ballen besser. Die wachsen besser wieder an. Andere Pflanzen, die leichter wieder anwachsen, die pflanzen wir auch ohne Ballen. Die Eichenballen sind balliert, wie der Fachmann sagt. Dieses, was da drum zu ist, das Ballengewebe, das ist aus Jute. Das ist nach circa 3 Monaten ist das verrottet. Die kommen so, je nachdem, wie jetzt die Ballen sind, so zwischen 30, 35 cm, 40 cm. Das weiß eigentlich jeder. Man sollte nie tiefer pflanzen, wie die Pflanzen gestanden haben. Der Leittrieb der Eiche ist mit einem Stab verstärkt. Das schützt vom Umfallen bei Herbststürmen. Wenige Meter vom Feld entfernt in der Baumschule. Was hier geschieht, sieht kein Baumkäufer. Es werden junge Eichen operiert. Es ist die alte Tradition der Veredelung, eine künstliche Vermehrung. Baumschulchef Udo Schachtschneider schafft Säuleneichen. Diese wachsen besonders schlank. Immer mehr Kunden wünschen sich das. Säuleneichen sieht man in Gärten mit wenig Platz. Das Problem ist, dass man diese Säuleneiche nicht durch Aussaat vermehren kann oder durch Stecklinge oder weiß ich was. Da kommen keine Wurzeln ran, wenn man die durch Stecklinge vermehrt. Und die Eicheln, die an der Säuleneiche rankommen, das kann mal passieren, aber da kommen keine Säuleneichen wieder raus. Die schlagen zurück in die Natur und das werden wieder wilde Eichen. Deswegen nimmt man die Edelreiser und veredelt die. Edelreiser sind Teilstücke der Säuleneiche. Sie werden auf die Wurzel der deutschen Eiche transplantiert. Wichtig ist der Schnitt. Der Schnitt muss genau passend sein. Dies ist diese Kambiumschicht. Das ist ganz am Rand, direkt vor der Rinde. Das ist die Stelle, wo die beiden Sachen miteinander anwachsen. Ja, das muss man genau passend aufeinander legen. Auf beiden Seiten, wenn es geht. Deswegen gleiche Stärke. Also sowohl von vorne als auch von hinten, von der Rückseite. Als auch, ich mache so einen kleinen Schnitt hier oben, immer, dass das hier überwallen kann. Ja, dann wächst das eigentlich optimal zusammen. Anschließend wird das miteinander verbunden. Das muss schön stramm passieren, das darf nicht locker sein. Wenn man den Knoten gemacht hat, darf da kein Spiel drin sein, das muss fest sein. Ja. Der Vorgang der Veredelung ist sehr zeitintensiv. Säuleneichen sind deshalb auch teurer. Auf die Wunde kommt abschließend ein flüssiges Pflaster, ein Spezialwachs. Die Schnittstelle muss luftdicht sein, sonst könnte sie schimmeln. Jemand, der das als Laie zu Hause macht, das ist nicht ganz einfach. Meistens geht es auf gut Deutsch in die Hose. Man muss Fachwissen haben. Gerade für Lehrlinge ist es am Anfang immer sehr schwer, das zu lernen. Es dauert seine Zeit, bis man das raus hat. Wissen und Erfahrungen werden im Handwerk über Generationen weitergegeben. Damals war noch viel mehr Handarbeit nötig.
Baumschulen gibt es im Oldenburger Land und im Kreis Pinneberg seit über 200 Jahren. Viele sind noch immer in Familienhand. Einige Monate sind vergangen. Es ist Anfang März in der Baumschule Bruns in Bad Zwischenahn. Morgen allerseits. Morgen. So, wir sollen heute schneiden. Da sind bei Haje noch 7 Reihen Eichen, die nicht fertig sind. Michael Wilkens arbeitet seit 28 Jahren hier, in einer der größten Baumschulen Europas. 300 Angestellte, 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Auf den Feldern stehen 35 Millionen Pflanzen. Wilkens und seine Gärtnerkollegen pflegen nur große Bäume. Gepflanzt wird hier kein Samen. Von Herbst bis Frühjahr arbeiten die Gärtner 6 Tage die Woche, täglich 12 Stunden und mehr. Als Ausgleich gibt es im Sommer mehr Freizeit. Diese Eichen sind 15 Jahre alt und 6,50 Meter hoch. Nur mit dem Spezialschneidewagen kommen die Gärtner noch an die Kronen, um sie zu bearbeiten. Für den Kronenaufbau ist das wichtig, dass wir eine gleichmäßige Krone kriegen. In allen Positionen Äste, aber eben nicht zu dicht. Den schneide ich dann ganz kurz ab. Da darf also nicht irgendwie was sitzen bleiben. Also nicht, dass man abschneidet und da bleibt dann so eine spitze Huthaken, sagen wir. Da könnte man einen Hut draufhängen oder was. Das wird nicht gemacht. Der wird glatt abgeschnitten, dann überwallt die Pflanze das. Das Loch wächst wieder zu und die Schadstelle ist praktisch damit wieder heile. Es wächst ja alles buschig wieder. Wenn wir also einen Ast abschneiden, kommen ja 5, 6 neue da wieder raus. Erziehungsschnitt nennen das Experten. Passend für eine Baumschule. Die Krone soll aussehen wie eine Pyramide. Unten breit, oben schmal. Das ist schöner fürs Auge. Und die Bäume sollen möglichst gerade wachsen. Nicht jede Sorte macht das freiwillig. Platanen werden von den Gärtnern ausgetrickst. Diese Augen, die hier sind, das sind Augen, die wachsen einfach so, wie sie sollen, einfach zur Seite. Genau wie das Vorauge ja vorher auch. Jetzt ist das Auge aber ganz oben. Und das weiß eigentlich gar nicht, ich muss da oben jetzt hin. Ich war ja immer ein Auge, was zur Seite wachsen darf. Jetzt muss ich aber nach oben und somit gebe ich ihm so ein bisschen Hilfe. Ich möchte ja sofort, dass das Auge weiß, aha, ich komme da nicht weiter. Und ich kann nur nach oben. In dieser Klimakammer in Oldenburg lagert Heiko Eilers die Erde aus Dutzenden Baumschulen bei 50 Grad. Gärtner können noch so viel an Bäumen arbeiten, wenn der Boden Probleme hat. Man kann das sicherlich vergleichen mit der menschlichen Ernährung. Die Menschen sind ein Lebewesen, die Bäume, Pflanzen sind auch Lebewesen, die sich genauso die Nährstoffe aus ihrer Umwelt aneignen müssen. Und jedes dieser Lebewesen sollte sich bestmöglich ernähren, um dann auch dementsprechend wachsen zu können. Täglich kommen im Institut für Boden und Umwelt Proben an. Die Baumschulen wollen wissen, welche Nährstoffe sind schon in der Erde, welche fehlen. Chemielaborantinnen vermischen die Erde mit einer Lösung. Dann wird diese gefiltert. Es ist nur der erste Schritt eines aufwendigen Analyseverfahrens. An den Filtraten sieht man generell einfach nur, aus was für einer Erde das war. Also hier vorne sehen Sie auch schon im Filter, das ist eher ein Torf. Und das hier waren eher Mineralböden. Dadurch sind die auch kaum verfärbt, also die sind noch sehr klar. Jeder Baum benötigt neben Spurenelementen wie Kupfer, Zink und Mangan auch Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium. Fehlt einer dieser Nährstoffe, wächst die Pflanze schlechter. Sie braucht Nachhilfe, muss gedüngt werden. Anhand von Verfärbungen erkennen die Fachleute, wo die Erde Mängel hat. Die Kunden erhalten eine genaue Analyse. Daran sieht der Baumprofi, was er wie viel düngen muss. Je mehr, desto besser funktioniert hier nicht, sondern schadet eher. Das gilt nicht nur für den Profi. Im Hausgarten ist kompostierlich ein gut verwertbarer Stoff, der auch im eigenen Garten anfällt. Wenn er gut kompostiert ist, wunderbar geeignet. Enthält viele Nährstoffe, die wichtig sind für den Boden. Nur einfach auf den Garten das raufzuschmeißen, ohne darüber nachzudenken, wie viel, das ist sicherlich verkehrt. Ganz grob in den Daumen gepeilt kann man sagen, eine Menge von 5 Litern ist eine gute Versorgung. 5 Liter pro Quadratmeter, das entspricht einer Schicht von 5 mm. Das ist nicht viel, aber ausreichend für die Pflanzen. Einfach wachsen lassen genügt nicht. Bäume benötigen ständige Pflege.
man sollte, wenn man in den Garten geht, die Schere mitnehmen, gar nicht ohne. Weil meistens schneidet man zu wenig. Merken alle Hausbesitzer, die neu bauen oder so und sich einen Garten anlegen. Nach 5 Jahren ist das schon viel zu viel. Dann hat man schon eigentlich die Hälfte zu viel gepflanzt, merkt das denn und muss tüchtig ausdünnen. Bei uns ist das noch ein Aspekt mit Krankheiten, mit zum Beispiel Mehltau an den Blättern. Der wird wesentlich weniger, wenn da der Wind durchwehen kann und wenn da Licht drankommt und Luft drankommt, als wenn der Baum so wahnsinnig dicht ist. Dann habe ich da mehr mit zu tun. Gärtnermeister Wilkens empfiehlt auch im privaten Garten, jüngere Bäume anzubinden. Der Stamm kann nicht vom Stab weg und wächst gerade. Ich mache also praktisch das zweimal rundherum, ziehe das dann zu und dann sitzt das schon. Hält schon von selber, da brauche ich nichts mehr dran machen. Wir machen hier so einen speziellen Knoten, der sich von selbst festhält und dann sitzt das. Nach fast 9 Stunden auf dem Feld muss Michael Wilkens noch in die Werkstatt, sich um des Gärtners wichtigstes Handwerkszeug kümmern. Ja, die wird nicht ausgeliehen, ne? Also meine Schere behalte ich, die leiht man nicht aus. Also ich jedenfalls nicht. Mehrmals die Woche wird die Schere auseinandergenommen und geölt. Wenn wir schneiden, dann bleibt der Saft da dran. Und dann gibt das richtig so eine Schicht, so eine gummiartige Schicht. Und die klemmt nachher in der Schere. Und dann fängt die Schere an zu kauen oder zu klemmen. Auch scharf muss sie sein. Mit einem Wettstein wird die Klinge wieder in Form gebracht. Ich würde immer eine nehmen, die schneidet richtig wie eine Schere. Also mit Gegenschneide, nicht wie diese, die dann nur praktisch, das nennt sich Ambossschere, die drückt das also nur auf die Gegenschneide, die schneidet nicht aneinander vorbei. Bisschen gebogen ist nicht verkehrt, da sollte man vielleicht drauf achten. Und ansonsten nicht gerade die allerbilligste kaufen. Aber wenn man so 20 Euro so anlegt, dann müsste das eigentlich schon was sein. Über den Sommer sind die Bäume weiter gewachsen. Inzwischen ist es wieder Herbst. Die Hochsaison der Baumschulen beginnt mit schweren Arbeiten und mit großen Maschinen. Michael Wilkens und seine Kolonne beherrschen die Kunst, große Bäume auszugraben und zu verpacken. Fast wie ein Geschenk, um es anschließend zu verschicken. Diese Eiche ist 40 Jahre alt und 18 Meter hoch. Der war schon ziemlich dick, als ich hier kam, vor 28 Jahren. Da war der schon gut dabei. Die Wurzeln, die jetzt die letzten 3 Jahre gewachsen sind, die sind ja irgendwo, weiß ich, 2-3 Meter vom Baum ab. Die werden alle abgestochen. Aber der Baum kennt das und ist darauf getrimmt, dass er die Wurzeln, von denen er lebt, in diesem Bereich hat, den wir ihm jedes Jahr lassen. Wäre dieser Baum nicht über 10-mal verschult worden, wäre der Wurzelballen viel zu groß, um ihn transportieren zu können. Geht er mal gut ran an den Strich, nicht dass er noch größer wird. Ja. Sonst haben wir ihn schnell auf 2,75 oder so, nicht dass man den nachher nicht mehr heben kann. Ja. Das bringt auch nichts. Geht mal gut ran. Heute habe ich das mal ganz genau gemacht, dann muss er da auch schneiden. Für den Straßentransport, damit er auf dem LKW transportiert werden kann. Lass sich schieben. Einfach schieben lassen. Jetzt hat er ihn ja nur geschoben. Da sind ja ein paar Tonnen auf dem Boden. 12 Tonnen, schätze ich mal. 11, 12 Tonnen. Eine Eiche wie aus dem Bilderbuch. Kerzengerade gewachsen, eine riesige Krone und ein Ballen, der nur 2,50 Meter im Durchmesser misst. Der braucht jetzt ja auch fast nichts. Oben das Laub stirbt ab, das stirbt jetzt ja noch mehr ab, wenn wir ihn rausgenommen haben, das merkt er auch ja. Und der hat einen groß genug Ballen, der ist ganz feucht, den haben wir 2 Wochen vorher schon immer gewässert. Die intensive Pflege führt dazu, dass Bäume fast immer gepflanzt werden können.
Früher stand ein großes Schild an der Straße, jetzt ist Pflanzzeit. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist, geht rund um die Uhr. Früher hat man gesagt, das geht gar nicht und machen wir nicht. Und, aber es geht und warum nicht? Wir wollen verkaufen. Pro Jahr wächst der Wert einer Eiche um etwa 600 Euro. Dieser Baum geht in die Schweiz für knapp 25.000 Euro. Der Transport kostet nochmal 15.000. Ein stolzer Preis. Aber die Baumprofis verkaufen auch Zeit. Zeit, die die Kunden nicht haben, um den Baum wachsen zu lassen. Geht noch was? Geht noch ein bisschen? Bei dir der eine Ast, der muss eigentlich eben hoch. Die Krone hat einen Durchmesser von über 10 Metern. Für den Straßentransport sind nur 4 erlaubt. So ein Baum ist wie wir Menschen, jeder Baum ist verschieden. Und dieser ist nun so ein bisschen breit. Und das ist für uns das Problem. Die Äste, die so nach unten wachsen, die wollen nicht gerne nach oben gebogen werden und dann möglichst noch so weit, dass sie ganz an den Stamm rangehen. Und einmal noch ein bisschen daneben. Puh. Das Risiko, dass der Baum Schaden nimmt, ist hoch. Oha, dieser. Der ist sehr dick, ist also ziemlich stabil, der biegt sich nicht richtig. Hat hier eine Zwille. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann läuft einmal die Faserung hier und einmal hier. Wenn wir jetzt hier drücken und den ranbiegen wollen, dann hat man ganz leicht, dass hier das reißt in der Mitte. Dann wird nachgefragt und der Kunde sagt, nee, wollen wir nicht. Dann geht alles wieder von vorne los. Und der Kunde kriegt einen anderen Baum. Bei schwierigen Kandidaten kann das Verschnüren schon mal 3 Tage dauern. Geht er da vorbei? Oh! Knackt schon. Habt ihr? Ja, ein leichtes Knacken habe ich gespürt. Eigentlich eher gehört. Ja, da ist nichts. Bei uns knackt das ja auch manchmal, wenn wir irgendwo knacken. Glück gehabt. Die Eiche macht es den Baumprofis leichter als erwartet. Nach einem Tag ist alles gut verpackt, die Krone auf 4 Meter verschnürt. Könnte schon fast reichen von der Höhe. Messen. Wir probieren das mal. Und? Guck mal. Ja, das sieht gut aus. Noch mal ein bisschen in Feinschliff. Ja. Und dann haben wir's. Übermorgen kommt der Baumriese auf einen Schwertransporter. 3 Tage dauert die Fahrt in die Schweiz. Einen Tag das Aufstellen der Eiche im privaten Garten. Sie hat mich so in der ganzen Zeit begleitet, nicht? Oder ich sie oder wie auch immer. Ja, eine Verbindung ist da. So ein Baum sitzt viel Arbeit drin. Ja, man kennt sich. Nicht? Ich habe ja viele schon 3-4 Mal umgepflanzt und jetzt geht sie weg. So wie diese Birken, die die Gärtner schon wieder ausgraben. Auch diese Bäume sind zum Teil jahrzehntelang bei Michael Wilkens und seinen Kollegen in die Schule gegangen, bevor sie eine endgültige Heimat finden.